hab kurz M gedrückt wie Nazi, weil ich dachte, das wäre die M-Blindfold-Taste. Ich glaub, das ist für Nika, wenn du schwarz bist. Würfel. Hoi! Hab das dann, ja? Ey, hätte das nicht auf der Drecks 1 liegen bleiben können, so ein Mist. Ja, welche Farbe ist denn das? Die haben wir gibt's nicht, oder? Aber nicht. Ja, ich will Ben darf anfangen. Hast du gut gemacht, ey. Ja, ich darf anfangen. Obers hat die Karten manipuliert. Geschoben, ja, mit dem Würfel. Nee, der hat jetzt schon. Tut mir leid. Sorry. So, wie immer möchte ich das ganz gerne aufnehmen und eine kurze Begrüßung machen. Okay. Ja, wie immer. Die Begrüßung habe ich beim ersten Mal leicht überrumpelt. Merkst du was, warum du den Stream ausmachen sollst? Ja, aber ich würde den halt gern sehen. Ja, aber dann achte bitte mehr auf das Spiel als auf den Stream. Aber das vom Aufnehmen habt ihr doch gesagt, bevor ich da war, oder? Hm? Wir nehmen grundsätzlich immer Secret Hitler auf. Er hat es jetzt gerade zum ersten Mal gesagt. Ach so, ja, okay. Wenn ich Secret Hitler suche bei YouTube, finde ich da aber irgendwie nichts von uns. Tja, bist du so ein Meat? Ich finde da nur Pete's Meat. Das stimmt. Ja, aber es liegt auch nur daran, dass die unsere Videos gestohlen haben. Ja, genau. Ja. Das sind eigentlich wir. Aber unsere Stimmen verfehlt. Die klauen unsere Views. Ja, genau. Der Dicke ist der Ganesha. Welcher? Ja, welcher da? Ja, richtig. Es beginnt ja toll. Ich bin kaputt gegangen. Ach ja. Und also. Alter nimmt Fett. So. Hallo und herzlich willkommen zu Secret Hitler und einer wundervollen Klangkulisse im Hintergrund. Oh. Von wem weiß ich gerade nicht, das konnte ich mir nicht angucken. Ah, oh, yo. Das ist alles so, jetzt können die Zuschauer, wenn die nicht wissen wollen, wer was ist, einmal kurz weggucken, damit ich das nicht wieder vergesse, weil jetzt werden die Rollen oben rechts eingeblendet. Aber stellt euch vor, ihr könnt nichts sehen, ihr, die hier am Tisch sitzen. Was ganz Neues. Ding Dong, ja, also, hallo. Hey. Muss ich dann wegschauen, ja, oder? Ja, richtig. Okay, aber wenn ich jetzt hier bin, muss ich nicht wegschauen, oder? Nee, das ist auch richtig. Komm, ready. Sonst wirst du. Nein, das ist richtig. Muss bauen. Ja, auf jeden Fall dürfen die Zuschauer jetzt wieder ihre Augen aufmachen, weil die Rolle jetzt nicht mehr da steht. Das gefällt dir doch, hä? Ja. Auf jeden Fall, habe ich noch gar nicht gesagt, mit dabei sind auf der rechten Seite von mir der Ben. David hat sich erstmal gemutet. Der Michael. Ja, und der David. Hallo. Der hat sich gemutet, wie gesagt. Und der Chris. Hi. Konsti. Jo. Und zu guter Letzt der Philipp. Hi. Gute. Erstmal anstupsen. Hallo. Ich muss erstmal hier jetzt meine Dings reinmachen, mein Marco, das spielt dann. Okay, David hat auch unseren Sound ausgemacht. Ja, das meinte ich kann damit. Ja, ja, das ist für mich eigentlich nicht gemutet, aber passt schon. So. Gut, so, sehr gut. Chris, wen möchtest du haben? Also ich halte mich für eine sehr gute Wahl. Ja, nein, ich nicht. Erstmal Ruffy. Ja, das halte ich für eine sehr schlechte Wahl. So will ich das nicht. Ja, ich force ihn gleich mal, ne, und dann alles easy. Dann glauben wir alle, dass er ein Fahrstuhl ist. Da Michael nicht ich ist, bin ich dagegen, auf jeden Fall. Ganesha ist Hitler. Halt dich von mir. Möchtest du vielleicht erstmal noch deine Karte vor dich legen, ob die Wahl überhaupt zustande kommt? Ja, wenn die Wahl nicht zustande kommt, darfst du Wahl ist komplett du willst alle zustande. Nein, das ist die erste Runde. Wow. Oh, oh, welch Wunder. So. Ja, noch was ganz Neues. Neue Taktik, oder was? Weißt du, er stellt sich an das Kandidat hochzieht, schon mal drei Policy. Scheint es ja eine gute Meinung von Michael zu haben. Er scheint ziemlich katholisch angehaucht zu sein. Ich glaube, er ist liberal. Ich glaube, er ist Hitler. Es ist ungewohnt, auf dieser Seite des Tisches zu sitzen. Da fangt schon an. Okay. Ja. Ich habe fast zwei Rote bekommen. Habt ihr das? Moment, Chris, was sagst du? Ja. Was? Was? Ja, der hat sich aussuchen können. Nee, alles klar. Wow, das geht ja schon gut los. Gut gemacht, Chris.
Ja, okay, also Chris hat mir zwei rote gegeben. Das heißt, entweder er hat jetzt eine blaue weggelegt oder er hat drei rote gezogen und versucht mir was einzutrichtern. Ja, oder er versucht jetzt euch was einzutrichtern, wäre nicht das. Okay, das Problem ist gerade, dass ich keinem glauben kann. Weil Michael klingt eh immer gleich, ob er jetzt lügt oder nicht. Du brauchst mir nicht glauben, aber wow, das ist ziemlich aggressiv gespielt, Chris. Ja, tatsächlich. Was ist das aggressiv, wenn ich die Wahl überlasse? Erste Guck mal, wie schon wieder von Anfang an den Verdacht auf mich schieben. Der ist sicher schieben. Wieder Hitler. Er ist sicher wieder Hitler. Oder zumindest Faschist. Das ist ja, ne, hier. David ist dabei wie noch was, ey. Ja. Komm, ich spiele einfach für David. und legst wieder die blauen Föhn raus, ja. Ne? Lass mich da mal reingucken. Das ist rot, ne? Ja. Ja. Hey David, das ist ein geiler Steam eigentlich, was läuft denn? Astralis gegen Fnatic. Ah. Fnatic mit der Easy. Ist ja krass, aber dann ist es Chris zumindest. Chris ist zumindest nicht Hitler, so viel kann ich sagen, weil als Hitler würde er nicht so aggressiv spielen. Er hat mir zwei Rote gegeben. Ich habe drei Rote bekommen. Na los. Wir gehen für eine Blitzkriegsrunde hier, Junge. Ja. Also David, schau ihn an. Wie viele blaue gibt's da noch? Achso! Jetzt mach diesen scheiß Stream aus! Nein! Nein! So, der Präsident darf sich jemanden anschauen. Ich möchte. Schau Michael an. Chris oder Michael? Schau Michael an. Schau Michael an. Das halte ich für eine gute Entscheidung. Schau Michael. Chris an. Wenn Tigger mir will, dass du Michael anschaust, dann will ich, dass du Chris anschaust. Nimm mich! Dann was hast du jetzt schon wieder gegen einfach. Mich, Alter? Ich hab dich gewinnen lassen. Ich möchte Chris sehen. Du bist bei Michael dabei, das heißt, dann habe ich was gegen dich. Ja. Ich hab was gegen mich. Das ist eigentlich eh relativ egal, wer von okay. wird. Ja, was ist er? Komm, sag. Das ist Faschung. Ja! Ja, klar! Okay, wir haben hier schon zwei verschiedene Sitzen, ne? Das ist schon mal klar. Man muss sagen, so aggressiv hat bei uns noch niemand ein Spiel angefangen, aber... hier sitzen die zwei Faschos, ja? Air Force kommt zum Outlegen. Es hat ja halt eher die Runde kaputt gemacht, weil jetzt hast du dich halt erstmal voll verdächtig gemacht. Weil man dich erstmal überprüfen konnte. Hättest du jetzt erst mir diese zwei Roten gegeben und gesagt, dass ich eine Wahl hatte, ne? Ist ja besser, weil dann könnte niemand mehr beweisen, dass du Fascho bist. Aber jetzt hast du zwei Leute, die wissen, dass du Fascho bist. Also Fakt ist auf jeden Fall, dass er nicht Hitler ist, oder? Also er ist auf jeden Fall Fascho, würde ich sagen. Er ist auf jeden Fall Fascho, aber nicht Hitler. Das ist ja. Aber Chris ist für mich jetzt relativ... nicht Chris. Michi ist jetzt für mich relativ safe. Für mich seid ihr beide Fascho. Also was bei David sind auch drei Rote gekommen, und das muss man auch im Hinterkopf halten. Aber ich sag jetzt nicht, dass das das behauptet er. Nicht stimmen kann. Und was noch dazu kommt, hier waren jetzt angeblich noch ein drittes Mal drei Rote. Also irgendwas klingt hier ein bisschen falsch. Okay. Ich will jetzt nicht überall nicht schlecht zureden oder so. Ich sollte uns langsam überlegen, ob nicht David Ruff oder TKW die Faschos sind. Warte, also ich? Wieso ich jetzt? Also, okay, mein Stand, der TKW hat damit nichts zu tun. Ich habe ihm zwei Rote gegeben. Ich habe nämlich drei gezogen. David, ja, wird jetzt schwer. Ich will eigentlich David trauen, weil er für mich Chris als Fascho konfirmt hat. Ich hab drei Rote gezogen und Konsti zwei Rote gegeben. Die sind beide Faschos, Mann, glaub mir, Konsti. Ja, aber gut. Ja, also so langsam habe ich aber auch das Gefühl, das aber... warte, Ruffin, du darfst ihn auswählen, der... Ach stimmt, ich darf auswählen. Also wir hatten bisher nur nicht, dass jemand so aggressiv am Anfang dran gegangen ist, aber wir hatten auch... Also Chris jetzt auf keinen Fall als Kanzlerin. Ja, nehmt doch einfach mit. Aber David, wir sind uns doch sicher, dass er nicht Hitler ist, oder? Chris geht eigentlich noch klar, weil Chris... Wir sind uns sicher, dass er nicht Hitler ist. Also wenn wir die Wahl haben müssen... Hä? Das wäre doch ultimativer Faschung. Ja, okay. Ich sag nicht, dass wir ihn zwangsweise nehmen. Die Wahrscheinlichkeit höher. Aber ja, ich will weder den noch den als Kanzler. Wie gesagt, ich habe nicht gesagt, wir müssen jetzt auf jeden Fall Chris nehmen. Ich sag nur, wenn wir uns nicht sicher sind, wen wir jetzt nehmen, ist es auf jeden Fall... immer noch eine Möglichkeit, ihn zu nehmen, weil wir... Ja, weil ich glaube einfach nicht, dass er Hitler ist. Ist die Wahrscheinlichkeit höher, Hitler zu treffen, ja, das ist richtig. Als bei anderen. Aber bei den anderen bei wissen wir halt bei allen noch gar nichts, weil bisher nur Rote gekommen sind. Ja, aber bei ihm wissen wir es ja schon. Ja, ich du weißt das, aber...
Da du angeblich auch 3 Rote bekommen hast, bin ich mir echt nicht sicher, ob ich dem glauben kann, ehrlich gesagt. Aber ich leg mich da noch nicht fest. Konsti? Ja? Ich möchte gerne noch mehr sehen. Wenn ich dir jetzt den Jay-Z-Schild gebe, wen würdest du als Kanzler nehmen? Ich nehme bestimmt Hitler. Ben oder Malcolm? Nein, bitte nicht. Warum? Ja gut, dann wirst du schon mal nicht. Meinst du, weil die nichts gemacht haben, oder was? Machen wir irgendwie Zege wieder so, oder irgendwie mit der schon mal was gemacht hat, damit ja, weil die alle bis jetzt für Rote gefahren haben. Das ist das Ziel. Darf ich kurz mal so eine Anmerkung machen? Er hat angeblich 3 rote Karten gezogen und hat, wie ich ihm die Wahl überlassen habe, auch eine rote Karte gelegt. Warum denkt ihr, dass er liberal ist? Das weiß ich mir nicht ganz ein. Weil er sich als Faschung confirmed hat. Ja, genau. Aber David hat auch 3 rote gezogen. Das heißt, da sind 3-mal in Folge 3 rote gezogen worden. Also ich meine, wir haben auch noch eine rote gezogen. Okay, Ganesha, wen willst du als Kanzler wählen? Das ist eine gute Frage. Halt du glaubst nicht, dass du. Es kommt also ich würde. Nein, ich dachte. Nein! Achso, du meinst was anderes? Ich. Nein, Philipp. Du hast doch gesagt, hast du nicht gesagt, dass Chris und Michi falsch sind? Nein, ich hab gesagt, dass du. Jetzt nehmt doch einfach mal Mesh, weil das so. Ende ist. Ja, okay, nein. Hast du mich gerade falsch genannt? Also Chris und Michi gemeinsam sicher nicht, das kann ich dir sagen. Ja, Chris ja, und ich. Weiß nicht, wir machen diese echt eine krasse Taktik, aber ich. Also, glaub, Michael, bedenken musst du auf jeden Fall, dass der Präsident eventuell schießen darf, ne? Das heißt, da wir noch nichts wissen, ist das gerade eine sehr schwere Entscheidung. David, okay. Ich vertraue David am meisten, wenn er schießen darf, weil er würde nicht an einen Faschisten als Faschisten entlarven. Wenn überhaupt hätte er gesagt, dass Chris liberal ist und dann, ich glaube, bei der außerordentlichen Wahl gehen die Dinger nicht weiter. Ja, aber du hast es, ne? Ich bin mir aber nicht sicher, ob er ja, nicht Traitor ja, ist. Also vielleicht ist David auch einfach. Also, da David Präsident ist. Damit ja, aber wenn ich jetzt Kanzler wäre, dann würde ich doch. Wäre es mir doch lieber, dass ich Kanzler wäre. Also, noch ja, mal. Ja, Tarnung. Tarnung, ja, einfach Tarnung. Ja, genau. Dann hätten wir es ja jetzt abschließen können, oder? Weil jetzt sind ja schon drei Rote da. Ganesha. Die Schilder, die previously elected Schilder, die zählen ja nicht, ne? Ja, richtig. Okay. So komisch es klingt, ich würde mich vorschlagen, einfach nur weil nein. Faschist gegen mich. Ich will nein, das sage ich. Ich auch. Ich will da nein. Ihr wählt nein? Ja, gut. Das ist mir zu unsicher. Da will ich schon genug nicht, ja, dass ihr beide gemeinsam seid. Also, ich will auch ehrlich gesagt nicht, dass David Präsident ist. Also, das ist mir echt Moment, viel. Philipp, es ist noch gar kein Ausflug. Da ist es mir noch lieber, dass jemand Präsident ist, der noch nichts gemacht hat, als bei euch, ehrlich gesagt. Nimm mich doch einfach als Kanzler, ich finde, das wäre die beste Wahl überhaupt. David, ich bin der Beste, dass du mir 2 Rote gegeben hast. Ja. Und dementsprechend kannst du ja dann auch sicher sein, dass ich auch liberal bin. Also ich finde ehrlich gesagt, wir lassen die Wahl jetzt nicht durch und lassen Ben weitermachen. Und was ist jetzt so sicher? Ich bin liberal, wollte ich das sagen. Ah ja, okay, danke für die Info. Weil ich konnte für die Rote ja nichts. Das war ja das mit 2 Rote. Ja, aber das konfirmt sich. Also ich bin dafür, dass wir die Wahl nicht durchlassen. Ich möchte ehrlich gesagt nicht, dass David als Präsident schießen darf. Nein. Warum nicht? Mir ist lieber, dass jemand, der noch gar nichts gemacht hat, gerade Präsident ist, als jemand, der schon angeblich als einer von 3 Leuten hintereinander 3 Rote gezogen hat. Da muss irgendwas ja, faul gesagt, sein. Ich habe nicht 3 Rote gezogen, ich habe ihm die Wahl überlassen. Ich hatte 2 blaue und 1 rote. Okay, stimmt. Ja, ist das einzige Argument, das du hast? Ja, halt's mal. Ja, gut, da okay, ist das stimmt. Gut. Ich meine, ich überlege ernsthaft gerade auch Konsti zu nehmen. Don't. Als Präsident. Das heißt, Chris, ja, aus deiner Sicht, ja. Chris, aus deiner Sicht ist es so, dass 2-mal hintereinander 3 rote gezogen wurde und Michael hat bei dir die Wahl gehabt und hat eine blaue weggelegt. Wieso? Okay. Ja, also mit dir kann ja Michael immer noch eine blaue weggelegt haben und David ja. Könnte, okay, das stimmt. Glaube ich nicht, das aber könnte bei mir auch eine blaue weggelegt haben. So ist es ja nicht. Boah, das ist, ohne Witz, das ist die undurchsichtigste Runde, die wir, also von Anfang an undurchsichtigste Runde, die wir je hatten, Alter. 3 rote, das ja. Ist, also ihr habt keine Ahnung, was hier los ist, ey. Und der nächste Kanzler ist dann schon fertig, wenn Hitler wird, oder? Wenn jetzt Hitler als Kanzler gewählt wird, dann ist vorbei. Ja, okay, niemals wieder blau wählen. Oder auch der gute Idee, nicht blau zu wählen. Und im Moment. Wählen, aber dann hat man halt den Faschisten gewählt. Ich habe auch noch eine Idee. Wieso liegt da schon wieder eine. Kannst du die Ballot-Karte weggeben?
Philipp ist sich schon sicher. Ja, ich bin mir schon sicher, wer sich antwortet. Also ich habe tatsächlich noch eine Idee. Ja, ihr nehmt mich als Brett. Es ist so unfassbar undurchsichtig hier. Das einzige. Was ist unnötig? Wir tun? Ja. Unsicher. Undurchsichtig. Unnötig. Das, also das einzige, was wir angeblich wissen, aus Davids Sicht jedenfalls, dass er Chris confirmed als Fascho hat. Ja, ich hab's das gar ist, kommen, das ist richtig, David? Dass es auch Hitler sein kann. David? Aber er hat ehrlich gesagt nicht wie ein Hitler gespielt. Und also es gibt die eine Möglichkeit, du nimmst jetzt irgendwen. Also für mich ist das. Da werde ich aber definitiv Nein stimmen. Auch bei Chris tatsächlich. Ich möchte, dass wer anderes Präsident ist. Warum rede ich denn eigentlich so lang? Fällt mir gerade auf. Ich habe vergessen, was ich sagen, worauf ich hinaus wollte. Ich überlege zwischen Konsti und Ben. Was? Also ich möchte, dass Ben Präsident ist tatsächlich. Das ist mir lieber. Ich möchte nicht, dass David hier schließen darf. Das ist mir eigentlich auch. TKW und Ben sind in einer Gruppe. Nein, ich sag warum nicht, dass ich mir sicher bin, dass du liberal bist. Ich sag nur, dass es mir lieber ist, dass du Präsident bist. So geht das nicht, wenn jetzt die Wahl zustande kommt, kriegt Ben nein, das meine ich nicht. Für mich? Ach, fuck, man. Hey, David. Ja? Ist dir aufgefallen, Ganesha wollte Konsti, glaube ich, als Kanzler wählen, oder? Nein, er hat gemeint, er sagt bei allen Nein, damit Ben Präse wird. Nein, als ich ihm gesagt habe, wenn ich ihm das Präse-Schild gebe, wen er als Kanzler wählen würde, hat er gesagt Konsti. Ja. Und ich habe gesagt, ja. Malcolm oder Ben. Nur ja genau, und Konsti hat dann auch bei Chris noch mitgemacht bei der Verteidigung. Ich hab dir gesagt, dass halt Maul kein Argument ist. Sonst nichts. Ich hab nur gegen dich geredet. Ich hab nur was. Ich habe übrigens überhaupt keinen vorgeschlagen, tatsächlich. Ich war mir nicht. Ja, doch, weil das halt so krass. Wenn du gefragt, dann hast du Konsti gesagt. Nee, ich hab gesagt, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich bin mir nicht sicher, weil das so hart undurchsichtig ist. Ja, scheiße, Ganesha, du bist Fascho. Warum sollte ich Fascho sein? Ich glaub nämlich auch, dass der Fascho ist. Warum? Ich möchte einfach nur nicht, dass David Präsident ist und schießen will. Weil du vorhin gesagt hast, du würdest Konsti nehmen und jetzt sagst du, du hast gesagt, dass wir ran. Ich habe nicht gesagt, ich würde Konsti nehmen. Kann ich mich auch nicht dran. Ich habe nichts von Konsti. Ich habe keinen Namen genannt, wen ich nehmen möchte. Das ist jetzt zurück. Das ist also, okay. Er hat selber Nein gesagt. Okay, damit weiß man, glaube ich, dass er schon mal nicht Hitler ist. Und kein Fascho. Das glaube ich aber auch nicht, dass Philipp Hitler ist. Vielleicht ist er aber auch nur ein Vollidiot, als ich mit ja, natürlich. Er hat immerhin nochmal gewechselt, vielleicht dachte er, hätte aus Versehen Nein gelegt. Nein, ich hab gedacht, du hast ein Ja gelegt. Ich hatte Ja gelegt. Und deswegen hab ich gewechselt auf Nein. Aber weil Nein nicht darf, nicht darf man nicht wechseln. Du darfst nicht wechseln. Hey, Philipp, ja. Philipp, geht's dir gut? Ja, warum? Weil du Nein gelegt hast, also Nein gekommen hast. Geht's dir gut? Ja. Hey, du hast, das check ich jetzt überhaupt nicht. Du hast gesagt, wähl mich. Ja, nimm mich als Kanzler. Das ist halt Philipp, dann liegt das ja. Musst du nicht verstehen. Und dann nehme ich ihn als Kanzler, dann nimmt er, obwohl es verboten ist, die Karte wieder zurück und legt Nein. Willst du mich verarschen? Okay, dann möchte ich jetzt aber... Lass mich mal sagen, ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass Philipp safe ist. Ich war safe bescheuert! Ich möchte darauf plädieren, dass diese Wahl zustande kommt. Dass ich nicht Hitler bin. Ich möchte darauf plädieren, dass diese Wahl jetzt zustande kommt, weil er eine Ja-Karte, die schon gelegen hat, zurückgenommen hat. Ich möchte nochmal an die letzte Folge, Runde erinnern, die wir gespielt haben. Leute, ich möchte an die letzte Runde erinnern. Da haben wir gesagt, es kann auch alles nur Quatsch gewesen sein. Und dass wir uns auf sowas nicht verlassen können, weil das ja auch nur, weil es ja nicht zwangsweise stimmen muss. Das war eine Spielregel, die wir eingeführt haben, gegen die er hier spielt. Ich will nicht richtig. Nein, ich meine in Sachen, dass er so viele Neins bekommen hat, er kann ja gar nicht Hitler sein. Das ist ja egal, aber es geht mir. Das passt nicht zu der Hintergrundmusik, die ich im Video eingeführt habe. Wir haben eben das gegen mich gefühlt, ne? Oder ja, ich wollte keine Ahnung, bist du unberechenbar, Mann. Ich wollte jetzt fragen, lassen wir das jetzt durchgehen, dass er seine Karte zurückgezogen hat? Ich finde schon, wenn dir es alles nein lassen wird, dann sage ich ja. Also da wir jetzt schon weitergemacht haben, meinte ich. Ja, super! Aber mir ist das auch egal. Wir noch nicht weiter, es wurde kein Kanzler noch gewählt, es wurde nicht wieder weitergegeben. Wie ihr wollt, mir ist das egal. Ich
ich habe mir schon danach gesagt, du darfst nicht, aber da war schon gewählt, da haben alle schon aufgedeckt. Insofern ist es für mich schon weiter als vorher. Wenn man jetzt die Schilder zurückstellt, macht man einen Schritt rückgängig, weil wir haben schon Ben das Präseschild hingestellt und er muss schon wen wählen. Ja, wow, die nächste das Runde ist voll fast schwer, sowas zu machen und sowas. Wow. Es geht nicht darum, dass es schwer ist. Ich weiß, dass du grundsätzlich gegen mich sprichst, ist mir schon klar, aber darum geht es ja nicht. Es geht mir nur darum, dass wir alle schon gewählt hatten und das dann schon weitergeschoben haben. Ich frage gerade nach einer Spielregel. Ja, vielleicht hat er sie nicht gewusst. Ja, ich hab den nicht gewusst, du weißt ja, wann das letzte Mal dabei war. Nicht jeder, ja, aber die, ja, als das letzte Mal dabei war, haben wir schon ohne dich angefangen. Ja, trotzdem ist es länger her, vielleicht hast du es vergessen. Das letzte Mal ist schon ein halbes Jahr locker her. Denn von mir aus kommt sie halt zustande, aber meiner Meinung nach. Ich will auch dafür, dass wir es durchgehen lassen. Mir ist egal. Gut, zwei für durchgehen, was sind also die anderen? Also ich bin eher für weitermachen, aber. Gut, drei. Mir ist es auch gleichgültig, wenn wir das jetzt so durchgehen müssen. Ja, also ich bin dafür, dass die jetzt durchgeht. Ja, gut, 3-1. David? Der ist auch dafür, dass sie durchgeht. Logischerweise. Ja, kann klar. Jetzt schießen. Was klar. David will schießen, ich bin dafür, ja. dass ein Regelverstoß war. Und dass okay, das 3-1. Ben? Ich finde, es sollte. Oder gehen. Was ist, wenn wir eine neue Wahl machen? Also kein Regelverstoß. Also, ich meine, jetzt. Ja, was liegt das Big, deswegen. Ja eben, was liegt das ja, Pick? Das heißt, er ist dafür. Ey, was ist, wenn wir einfach eine Neuwahl machen, Leute? Nein, dann lassen wir es jetzt so. Dann sage ich auch, dass es... Ja, wenn wir jetzt eine Neuwahl machen, liegt er sofort. Ja, mir ist es eh wurscht. Wir machen jetzt so, dass ich Kanzler bin und David gewählt hat. Okay. Alles klar. Bist du Hitler? Nein. Boah, das wär's jetzt gewesen. Ja, das wäre so geil gewesen. Drum war ich dagegen, die zustande kommen zu lassen, doch noch. Drum war ich eigentlich dagegen. Gut. Wo wäre es ein Unterschied? Ich darf jetzt schießen. Auch Philipp wählen. Ach, du darfst jetzt schießen? Ach, du ja, gehst also schon von aus, dass deine Rote kommt. Ja. Das ist ja interessant, okay. Du. Aber dann darf ich schießen. Alter, also David ist mir gerade sehr suspicious. Ich will fucking Chris abknallen. Er will sowas. Warum willst du denn Chris abknallen, Alter? Was warum ich Chris abknallen will, weil ich seine Fascho-Policy-Karte gesehen habe. Ja, auf jeden Fall müssen wir... Also wenn du Chris abknallst, bist du für mich safe Fascho. Ganz klar. Für mich nicht. Was? Weil ihr Fascho... Okay. Ganesha ist Fascho für mich, ab jetzt. Nein. Ab jetzt. Nein, ja, man, diese Aussage. Wir haben auch schon. Aussage. David. Da. So, mach diese das. Aussage. David, weißt du, Ganesha wie oft wir schon Fascho gesagt haben, dass es besser. Ganesha ist für mich jetzt Fascho. Alles klar, halt's Maul. Du bist für mich schon längst Fascho. Ich finde aber auch, dass du einfach sondergläubig gehen solltest, den abzuknallen. Hab ich ja auch nicht. Ja, das ist auch gut. Wenn aber es gemacht, Ganesh hat gesagt, wenn ich jetzt Chris abknalle, nachdem ich seine Karte gesehen habe, dann bin ich für ihn ja, klar aus Fascho. Dem einfachen weiß, Grund, aus dem Fascho einfachen also Grund, weil ich mir sicher bin, dass du Fascho bist. Und wenn du dann Chris abknallst, dann das heißt, dass ich Chris glaube. Natürlich ziehe ich jetzt drei fucking blaue. Verstehst du? Den fucking Fascho aus dem Spiel zu nehmen, ziehe ich drei blaue. Ja, natürlich, ja, aber habe ich eine blaue abgelegt, ist ja klar. Kannst Fascho, ne? Warte mal, drei blaue, wie geil ist das? Ja, drei blaue! Zu mir, ich war gerade Kanzler. Nein, außer nein, das war außerordentlich. Die Schilder gehen nicht weiter. Das heißt, wir können nochmal ihn nehmen, oder? Ja. Ja. Boah, ja. Ja, nimm nochmal ihn. Ah, jetzt muss ich auch die Kriege. Bist du jetzt? Ja. Er hat uns verarscht. Oh, warte mal. Oh, scheiße. Nein! Jetzt darf Ben schießen. Komm, du weißt wen. Okay, ist dir das lieber, als wenn ich schieße, Michael? Ich schieße Ben und entweder Ganesha oder Konsti. Wenn du mich abschießt, Ganesha oder Konsti. Wieso vertraust du David so hart? Wieso vertraust weil du mir er nicht? Fascho. Ich hab nicht gesagt, dass ich dir nicht vertraue. Wieso vertraust du mir nicht? Das verstehe ich nicht. Ich hab nie mit ich vertraue dir weder nicht, noch vertraue ich dir hundertprozentig. Tatsächlich. Ich hab drei rote. Wow. Ich hatte zwei rote. Ich wusste gar nicht. Nice one, Alter. Das läuft ja richtig. Bitte schieß Ruffin ab. Es ist mir rote. Egal, wer er ist. Schieß Chris ab. Kugeln. Schieß Mesh ab. Wo sind überhaupt diese scheiß Patronen? Wo sind die Kugeln eigentlich? Das ist eine gute Frage. Die hat David sich bestimmt schon eingesteckt, ja, weil er so gern schießen möchte. Vielleicht stehen die irgendwo in einer Feldrunde.
Ich auch nicht. Haben wir die Kugeln am Anfang gelöscht? vielleicht waren die in der Box drin oder so? Ihr könnt eine die Box ist ja auch verschwunden. Karte verdeckt, wohin legen? Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Okay. Kannst du irgendwie reinspawnen oder so? Nee, ich müsste das im als Objekt im Inventar haben, dann würde das gehen. Gott, der wird. Ja, okay, aber dann. Wir nehmen einfach eine verdeckte ja. Notitlerkarte. Hier, du darfst schießen. Chris! Raffin! Doch, Chris! David! Raffin! Nein! Nicht David mich, ist Chris, hundertprozentig Fascho! Ich glaub dir aber nicht, David! Es ist gar nicht schon, Chris! 100% ist gar nicht. Ich glaube dir nicht, David! Nicht den David! 100% sind es Ganesha und Chris. 100% sind es Ganesha David. Und Chris. Warte mal, wenn David nicht so sicher ist, dass das nicht ist, nimm Michael. Für wen bist du, Ben? Der David oder Ruffy? Nimm David. Oh, scheiße. Okay, es sind Chris, Ganesha und Ben. Was laberst du eigentlich? Ich bin liberal. Ich bin sowas von liberal, David. Und Michael. Es sind David, Ganesha, Chris David und ist Fascho, Michael ist spielt Ganesha, mit ihm zusammen. Chris und Ben. Leute, bitte. Bitte, Leute. Ernsthaft. Aber kein Bullshit, Alter. Ganesha, Chris und Ben. Alter, schieß David jetzt, Ben. Ciao, allein schon hier. Deswegen, dass zwischen. Ich vertraue dir nicht, du bist für mich Moment, sowas von Faschist! Ich rede nicht mit dir! Du bist Faschist, das ist einfach Fakt. Sei doch leise, ich möchte nicht. Nein, ich bin nicht leise. Es gab als erstes gab's. Tegewiss, Junge, erstes, und so schieße ich dich. Jetzt David, was mal reden. Ja, er schießt ihn, ist mir auch recht. So, pass auf. Chris und Michael hatten Beef. Okay, Chris und Michael hatten Beef, ja? Deine logische. Schlussfolgerung müsste sein, jetzt einen von den zwei zu erschießen, nicht wählen zwischen mir und Michael, sondern zwischen Chris der und Meinung Michael. Der Mensch, ich auch den David erschießen, finde ich nicht so spannend. Also soll ich Ruffy erschießen? Nein, Chris! Du sollst Chris. Nein, Mann, Ben, hör auf, Fascho zu sein und töte den Fascho! Warum haben die Faschos immer was gegen mich? Mama, die Faschos mobben mich. Ben, wenn du liberal bist, dann musst du jetzt Chris umbringen. Der hat gegen mich geshootet, wurde von David als Fascho confirmed. Ja, das heißt, ihr beide seid Faschos. Ihr labert beide Bullshit. Es sind, also ich bin mir 100%ig sicher, dass es, naja, okay. Ich bin mir 98% sicher, dass es Ganesha, Ben und Chris sind. Das ist aber Schwachsinn. Moment, ja? Für mich ist es David, Michael und wer Hitler ist, weiß ich noch nicht. Philipp auf jeden Fall nicht. Ja, ich gehe davon aus, dass er nicht dich abschießen wird. Das ist ja das Problem. Weil er gar nicht dich im Visier hatte, sondern mich und Michael. Also David sagt, jetzt ich bin Fascho. Ich sage, dass du Chris abschießen sollst. Er sagt die ganze Zeit, du bist Fascho. Er hat dich gerade als Fascho betitelt. Ja, habe ich mehrmals gemacht, weil ich glaube, dass du es bist. Ach, scheiße, Ganesha, Chris und Ben. Ja, das ist Schwachsinn. Leute, die liberal sind, ja? Bitte checkt das, bitte. Nein. Ja, du bist ja auch Fascho, halt die Schnauze. Das ist Alter, was die für ein Bullshit labern! Ey, Konsti, David und Michael sind beide Faschisten. Aber ihr habt's ja so recht, ihr! Ja, komm, lass ihn mir nicht den Mund verbieten. Ben, jetzt schieß! Nimm doch David jetzt. Ben, nein, schieß jetzt. Philipp! Gott! Ey, der tut doch nicht so! Ja, ihr scheiß Faschos, Junge. Merke, soll ich David nehmen? Also. So wie das ist, dagegen wäre, würde ich schon sagen, dass sie ihn nimmt. Sonst haben wir den Oberst von Stauffenberg, der ist sicher. Ja! Ja! Hörst du das? Okay, alles klar. Ja. Okay. Ah, alles warst du Hitler? Fascho. Nein, ich war nicht Hitler. Okay. Kriegst du noch eine? So ein Mist, ey. Dann war er aber Fascho. So scheiß Fascho. Okay, Michael ist auf jeden Fall noch Fascho. Ich glaube nicht, dass er Hitler ist. Aber wer ist da noch? Wir brauchen noch Hitler. Dann muss Konsti Hitler sein, okay. Was? Nein, Konsti glaube ich nicht. Okay, wir sind wirklich 3 gegen 3. Okay, Ben könnte auch noch Hitler sein. Das ist mir egal, er ist ein Fascho. Konsti, glaube ich, wirklich. Wen nehme ich denn? Okay, stimmt, Konsti ergibt keinen. Aber Konsti hat liberal gespielt. Ich glaube, jetzt rausreden, ist ein bisschen spät. Konsti, du hast voll liberal gespielt, Alter. Konsti, ja, ich bin ja auch liberal, es tut mir leid. Ja, okay, oder du bist Hitler. Also, ich bin mir sicher, David und Michael sind Faschisten. Und dann bleibst nur noch du übrig. Ja, und, aber egal wen er wählen wird, es wird entweder ein Fascho sein. Ja, jetzt schauen wir mal, wen er nimmt. Fascho. Ja, und dann darf er schießen. Selbst wenn er mich nimmt, dann darf er schießen. Ja, ich geb's dir. Das lasse ich nicht zu. Du hast gesagt, ich nehm Faschisten, also habe ich das auch gemacht. Ja, halt's Maul.
Es ist zu spät, Digga, es ist zu spät. Also was wähle ich jetzt? Weil es ist zu spät. Ja, nimm ja. Nein, weil wir wollen nicht, dass er Präse wird. Also ja, ich glaube auch, da ist das Risiko hoch, dass er Hitler ist. Weil ich weiß nicht, was, ich weiß nicht, was Philipp zum Beispiel gelegt hat. Also ich möchte Michael noch erschießen, der ist sowas von Fascho. Jonah, aber er könnte doch Hitler sein. Wenn ich jetzt Ja nehme, ist unentschieden, dann geht's weiter. Und wenn ich Nein nehme, ist auch unentschieden. Es kommt davon, wer was gelegt hat. Ich weiß nicht, was Philipp macht. Philipp Philipp ist so eine Art Swing State bei uns. Komm, nein. Ich schmecke ein City State. Nimm einfach Nein, das ist das Sicherste. Wunderbar. Scheiß Fascho. Geht es einfach weiter. Ja. 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 So, dich würde ich schießen lassen. Wähl Konsti als Kanzler. Nimm mich! Nicht Ben! Ne, den kannst du glaube ich nicht. Den kannst du gar nicht. Nicht Ben! Nicht Ben! Was? Nein! Nicht Digga! Doch, ich bin auch eine gute Wahl. Nein! Nicht Ben! Ich leg 100%ig blau. Glaub mir. Ja. Finde ich gut. Steht das da? Sicher nicht. Wenn du da jetzt Ja lingerst, ich bring dich um. Ich find dich. Das kann es nicht sein. Ich hab keine Ahnung, wer was glauben soll. Konsti ist irgendwie der Einzige, den ich noch so richtig vertraue. Das kann's nicht sein. Das ist echt so. Das kann's nicht sein. Oh, yes! Du Drecks-Hitler. Aber wen nehm ich jetzt? Bin ich Hitler? Ich glaube, egal wen du nimmst, es wird Nein. Muss ja, die Karte nicht weitergehen. Kurze Frage. Vorhin ist 4-mal Nein und 2-mal Ja. Wieso ist es da weitergewandert zum zweiten? Muss die Karte nicht weiterwandern? Das ist nicht weitergewandert. Das ist nicht, weil er zustande gekommen. Es ist 2-mal schon nicht zustande gekommen. Okay, also es ist immer nur, wenn die Wahl nicht zustande kommt. Ja. Ja, genau. Und wenn sie erst nochmal zustande kommt, kommt sein Anfang. Sonst kommt dann eine Random Card. Sonst wird eine Random gelegt. Ja, aber richtig. Wenn jetzt eine Random... Warte mal. Darf ich kurz fragen? Schieß ich dann? Ja, du schießt. Achso, warte mal, Ganesha, Spielfrage. Wenn jetzt eine Rote gelegt wird, darf Konsti dann schießen oder ist die dann ungültig? Nein, nein. Die ist der hat keine Auswirkung. Ach so, okay. Du hast gesagt, das jetzt... Achso, das nein, wenn, nein, wenn eine Random Card kommt und die ist rot, dann wird das nicht ausgelöst. Dann darfst du nicht schießen. Dann darf auch niemand mehr schießen. Deswegen würde ich sagen, wir wählen jetzt nochmal Nein. Einfach nur damit die Gefahr weg ist. Das ist echt riskös. Wir sind jetzt 3 gegen 3 an diesem Tisch, ja? Ich weiß. Und ich bin ja hier. Aber wir hätten noch die. Ich bin sicher, ob Philipp auf unserer Seite oder auf der anderen Seite. Ey, Michael, aber wenn wir jetzt schießen können, dann haben wir noch die Chance, das nochmal rumzudrehen, dass wir mehr Liberale als Faschisten sind. Konsti, du würdest Michael erschießen, oder? Scheiße, der Typ! Nein. Du bist tot, du darfst gar nicht mehr reden. Wenn überhaupt. Ich würde Tigger wieder schießen. Ja, ich würde auch entweder. Ja, ich würde. Ich würde Michael erschießen an deiner Stelle. Also das Problem ist, dass du jetzt eine Wahl zustande kommen lassen müsstest dafür. Ja, das ist das Problem. Und wir sind halt 3 gegen 3. Und wenn die Faschisten nicht zufrieden sind, dann wählen sie Nein und dann ist die Wahl auch nicht zustande. Dann kommt eine blaue Random Card. Die können eh immer Nein wählen. Die haben mit Random Karten viel bessere Chancen. Ja, du hast die Wahl zwischen Regen und Traufe. Ich sage, jeder, der gewählt werden kann. Warum geht ihr eigentlich davon aus? Dass er David liberal war, vielleicht ist er ja auch ein Fascho gewesen. Man kann jetzt die Wahl zustande kommen lassen, dann kannst du schießen. Gucken wir mal, was rauskommt. Alles sick. Klar, gut. Bist du Hitler? Alter, easy. Nein, natürlich nicht. Ja, easy. Easy, gut. Das aber heißt, Fascho, jetzt fehlt uns noch Hitler. Okay, dann ist es TGW. Ja? Konsti, willst du schießen? Nein. Du willst nicht schießen? Er sagt jetzt nein, aber er wird schießen. Wieso willst du nicht schießen, Junge? Du musst einen Fascho loswerden. Achso, deswegen willst du nicht. Okay, du kannst mir natürlich auch 2 blaue geben. Das kann ich, das ist richtig. Was hast du gezogen? Der blaue und eine rote. Geht das jetzt wieder zurück oder bleibt es? Wieso wolltest du denn zurück. Ja, die geht zurück. Wieso wolltest du denn nicht schießen? Du hättest das Gleichgewicht wieder auf 3 zu 2 verschieben können, dann hätten wir lieber rein unsere Wahlen zustande kommen lassen. So machen lassen. So machen können. Wieso? Was schon. Wir wählen jetzt Nein? Nimm mich. Nein. Nimm mich. Wir wählen jetzt Nein. Das stimmt, wir wählen sowieso Nein, und weil das ist. Und wenn dann kommt irgendwann Welcome. Und dann können wir Ja wählen. Aber jetzt lass oder mal ihn liegen, bevor du dein Nein daherlegst. Oder wir lassen Chris schießen. Nee. Nein.
Der ist safe, Tiger, Marco, der würde mich... Nein, du würdest mich abknallen. Nein, du bist nicht Hitler, warum sollte ich dich abknallen? Ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich safe Fascho ist. Weil Ganesh halt dein Fascho-Kollege ist. Nein. Es ist kein Fascho, wie oft noch, Alter? Ja, ich stell's halt bei irgendwen hin, wir wählen alle nein, okay? Ja. Komm, stimmen wir mal vor TKW. Nö, also wenn ich da bin, dann muss ich auch ja stimmen, tut mir leid. Ja, ich sehe klar, dass du ein Ja stimmst, das war... Nein, nichts. Ja, okay. Boah, fast Kanzler geworden, ey, so geil, ey. Ja, genau, jetzt wähle ich dann... Wir sind uns ja alle einig, dass er nicht... Ich will nicht, dass Michael schießen darf. Das ist aber traurig. Ich eigentlich auch. Nein, er ist für mich falsch, warum sollte er schießen dürfen? Kann er weitergehen. Oh, Konsti. Das wird spannend. Yes! Okay. Wie hast du dich gefreut? Achso, stimmt. Meine Karten. Okay, Konsti, jetzt müssen wir entscheiden. Soll ich schießen? Wird Micha schießen, oder? Nein, du wirst nicht schießen. Schießt Tiger wert. Ich schieße dann. Ich bin auch für TKW. Nein, du schießt zwar, dass du Fascho aber bist, doch. Aber... Warum sind jetzt alle für... Michael ist der zweite Fascho, Alter. Der zweite zu wem? Bei Ganesha bin ich mir... Also Chris ist halt safe Fascho für mich. Den könnte ich ausknipsen, dann wären wir zwei Liberale. Du bist safe Fascho, ja. Aber Chris ist safe, nicht Hitler. Ja, genau. Also. Das Problem ist aber, ich bin mir... Nicht, okay, warte mal, stimmt. Ja, aber wenn du damit Tiger und Ben auch auf jeden Fall einen Fascho erwischt, hast du dort mindestens noch 50-50 auf Hitler. Also ist Ben auch Fascho. Ja, genau, das ist mein Problem. Ich glaube nämlich, dass ich ja, dann muss Ben der Liberale sein. Weil ja, Michael ist mein Buddy. Aber mein innocenter Buddy, hier, wie heißt liberaler Buddy? Ich glaube, Tiger ist das safeste Bett. Auf Hitler. Also Ganesha ist bin ich Hitler? Hitler oder liberal? Ja, ich aber bin voll liberal, Alter. Liberal. Ich will dieses Risiko aber nicht. Dann erschieß mich halt, dann habt ihr noch einen Liberalen weniger. Du kannst ja Malcolm die Wahl lassen, ob du was erschießen darfst. das ist für mich zu riskant, tut mir leid. Toll, ich weiß schon. Alles klar, waren jetzt zwei rot oder was? Ja, warum merkt ihr nicht, dass Michael mega der Fascho ist? Fascho ja, ist guckt euch das an, Alter! Ja, echt mal. Hat er jetzt eine blaue weggelegt? Nein. Was ist das bitte? Ich hab dir nämlich keine Wahl gelassen. Hast du drei rot dazu? Nein. Er hat eine blaue weggelegt. Guckt dir den Fascho an, Alter! Das ist schrecklich! Es geht, ich muss aufopfern. Bin jetzt, Fuck, Mann. Also, du bist Fascho. Ich weiß nicht, ob Ganesha oder Philipp, was die beiden sind. Ich könnte jetzt natürlich Ben ausknipsen, aber dann... Hier ist halt ein Dreieck, da bin ich mir nicht sicher, wer von den Fascho oder Hitler sind. Bevor du Ben nimmst, würde ich Chris nehmen. Deswegen Chris. Okay. Der ist Hitler? Nämlich... Nein, ist er nicht. Was, du bist Hitler? Boah, Alter, so ein Dreck, ey. Oh, jawohl. Oh Gott sei Dank. Ach, komm. Ja. Chris, wieso hast du das zustande kommen lassen, Junge? Ich hab deutlich gesagt, Michael darf nicht schießen dürfen. Wieso spielst du so aggressiv? Damit keiner denkt, dass ich... Das war mega nice, dass er so aggressiv gespielt hat. Das hat ja auch funktioniert. Das Problem, was du nicht wissen konntest, ist, dass Philipp am Tisch ist. Ja. Weil Philipp weiß man genauso wenig, was er ist. Das ist auch gut so. Und deswegen hatte ich hier ein Dreieck, wo ich nicht wissen konnte, wer von denen jetzt liberal ist und wer von denen nicht. Aber ich fand schön, wie ich euch dann als Faschisten... Wir nennen es das Bermuda-Dreieck. Das war der Moment in Game, wo ich mir dachte, war jetzt TGW mein Faschist oder war Faschist? Problem war halt, dass ich dann safe picken muss und safe war es halt für du für mich Faschist. Ja, und aus dem Grund hätte Chris niemals die Wahl zustande kommen lassen dürfen. Und ja, ich habe eine Blau weggelegt, damit ich schießen darf. Ja, traurig. War auch richtig so. Nein. Also wir waren tatsächlich Gott sei Dank kurz noch auf dem Moment, dass Konsti uns vertraut hat und also glaube ich zumindest, kam mir so vor. Ach so, ja, eine Zeit lang. Doch. Weil ich gegen Ruffin gespielt habe. Ich habe nicht mit Chris gespielt, nur damit du das auch verstehst, Ruffin. Ja, ich habe nicht mit Chris gespielt, ich habe nur gegen dich. Nicht mit ihm, nur gegen dich. Jetzt hör auf, dauernd gegen mich zu spielen. Aber ohne Witz, Michael und David, ihr habt schon so gespielt. Ihr hättet wirklich auch Faschisten sein können. Wenn ich liberal gewesen wäre, wäre ich mir echt nicht sicher gewesen. In dem Moment, wo Ben mich abgeknallt hat, ja? War safe. Es war...
Ganz ehrlich, schaut, dass er nicht mal Chris in Betracht gezogen hat. Er wollte halt nicht Hitler treffen. Ja, er hätte ja einen Faschung bekommen wollen. Genau, ab da war's klar, weil der Beef, der am Anfang entstanden ist, ja, da hätte er sich dann eigentlich entscheiden müssen zwischen Chris und Michael. Allein hat er deswegen, ja indirekt auch. Nein, er hat... Du warst, doch, du warst gesagt, da auch mit involviert. Wenn er schießt, ich jetzt. Und dann hat er gesagt, David oder Rafian. Ja, nicht, nein, aber ja, er hat sich aber direkt dafür entschieden, dass Michael die Wahrheit gesagt hat, Chris die Wahrheit gesagt hat. Und deshalb kann er dir auch nicht vertrauen. Trotzdem. Das hätte auch aus liberaler Sicht. Er hat gar nicht drüber nachgedacht. Ja, aber dann. Warum dann? Er hat doch einfach nicht. Er konnte nicht erschießen, weil er Hitler war. Ja, richtig. Aber auch als Liberaler hätte er tatsächlich. Ja, aber das ist ja der Beweis dadurch. Nein, auch wenn er liberal gewesen wäre. Er hätte sich dafür festlegen können, Chris hat die Wahrheit gesagt. Und dadurch... Ich glaube, dass das nicht so einfach gegangen wäre. Doch. Ich glaube, nein, ich glaube nicht, weil wir haben... Das ist richtig, aber... Es ist halt hier. Dann irgendwann, ist Philipp vielleicht jetzt Fascho oder ist Ben vielleicht doch liberal oder so? Dass Chris ganz klar liberal ist für mich jetzt und ich beim Schießen, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also rein theoretisch wäre es möglich gewesen, aber ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht. Ja, das Problem war halt, er hat ihn hundertprozentig als liberal gesehen. Das hätte er nicht machen dürfen. Ja, genau. Bei dem Beef, wenn du liberal bist und es gibt Beef am Anfang, dann bist du dir nicht hundertprozentig sicher, dass der jetzt ganz klar liberal ist. Außer du weißt natürlich, dass er Hitler ist und du hast von Anfang an, dann bist du dir natürlich ganz sicher, dass du jetzt nicht deinen Hitler-Kollegen abschießen kannst. Hitler-Kollege, auch cool. Ja, aber es war eine geile Runde, eine spannende Runde und ich bin fast nicht sitzen bleiben. Ich finde, ich hab's toll gemacht, auch wenn ich nicht gewonnen habe. Du hast es gut gemacht, dein Problem war einfach nur, dass ich das Ausschlussverfahren nehmen muss. Und du hättest niemals die Wahl zustande lassen können. Ja, Moment, wo Philipp dann einfach Ganesha genommen hat, Alter, ich hab... Ja, da war ich auch bis zum Ich dachte mir, ey... Das wäre so geil gewesen, wenn die zustande gekommen wäre. Ist doch Philipp und Ganesha. Ja, genau. Dann habe ich mir gedacht, warte mal, verarscht uns Philipp gerade? Wie gesagt, Philipp ist so ein richtiger Swing-State. Vielleicht ist Philipp Fascho, Ganesha, Hitler und Ben noch liberal. Ja, genau, deswegen habe ich dann keinen Verlierer gesagt, das war nochmal so ein Hoffnungsschimmer, dass ich gedacht habe, du entscheidest dich jetzt für mich, dass du mich erschießt und nicht Chris. Dass die Tiger wieder schießen. Das war nochmal so ein Hoffnungsschimmer, den ich hatte, und dann kommt, nö, also ich will einen Safe-Fick machen, ich kill jetzt den Chris. Ja, von ihm wusste ich es halt, und bei euch konnte jetzt jeder lieber da sein, wenn ihr Philipp dabei hattet. Mein Tiger war für mich fix Fascho. Die anderen zwei waren. Ja, in dem Moment, wo er gesagt hat, ja, es könnte Konsti könnte auch Hitler sein. Und dann, was weiß ich, ja, wo kommt das her? Dann habe ich 10 Sekunden gesagt, später, also für mich ist Konsti ganz klar liberal. So stimmt das jetzt auch wieder nicht. Ja, aber wo kam das überhaupt her, dass du auf einmal gesagt hast, ich bin Hitler? Weil der Fascho ist und du die andere Wahl warst. Nein, weil aus meiner Sicht, die ich vorgegeben habe, David und Michael Faschisten, Philipp konnte nicht Hitler sein. Und du hast am liberalsten gespielt und das bringe ich ja öfters als Argument. Vielleicht war er Hitler. Ich habe öfters schon als Argument gebracht, dass der am liberalsten spielt, sehr gut Hitler sein könnte. Deshalb. Ja, bitte. Ja, tschüss, bis dann, ne? Aufnahmestopp. Das ist echt eine aufwendige Runde. Aufwendig? Du warst tot. Zugucken war sehr aufwendig. Gezittert haben, vor allem wie Philipp dann einfach Ganesha genommen hat. Sehr schön. Du wusstest, dass er eine Schettler ist. Ja, war wirklich Nerven aufreiben, muss man schon sagen. Ja, weil du wusstest, dass er nicht Hitler ist. Deswegen nehme ich gleich einen Fascho. Zuerst Rafael shooten und dann einfach Teamplay und dann geht's. Aber es war doch klar, dass ich war mir liberal ist, dann kannst du ja Kunst nehmen. Ich war mir eigentlich so safe, dass wir das gewinnen, ey. Und dann lässt er die Wahl zustande, dann war alles weg, ey. Boah, ey. Weil mir in dem Moment auch egal, dass mich Chris gewählt hat. Ich habe mir gedacht, alles klar, er stirbt.